zum zweiten Vorlauf 400 Meter der männlichen Minute A. Auf der Bahn 1 von der LG wiederum Oberstand Pascal Becker. Ein weiterer Becker, nämlich Tobias Becker von der LG Himmelsberg Kreuzer auf der Bahn 2. Der deutsche Vizemeister des vergangenen Jahres, Philipp Lehmann von der SG Johannesberg 1926 auf der Bahn 3. Johannes Refts, LG Firmenathletik auf der Bahn 4. Niklas Fröhlich von Tico Wattenscheid startet auf Bahn 5. Die Bahn 6 für Marius Thorn von der LG Eintracht Frankfurt. Maximilian Gründer, Hamburger SV auf der Bahn 7 und Valentino Opea von der LG Stadtwerke München auf Bahn 8. Felix Lieber vom RC in der Kaskade springt auf ganz